So, ich bin einmal die Stefanie. Ich bin der Eduard. Cheppi Eselböck. Und gemeinsam sind wir das Gut Ocker. Ja, wir sind sehr glücklich. Wir haben jetzt mit 2016 den 10. Jahrgang und merken schon, Jahr für Jahr, da kommt mehr und mehr auch zum Vorschein von Terroir, von Lebendigkeit, von Erde, vom Boden. Der Zugang war immer der gleiche, aber eben die Jahre ergeben dann dieses Mehr. Und da wissen wir, dass wir noch lange nicht am Plafond sind. Da kommt mehr und mehr, aber wir sind am richtigen Weg. Na, was wir merken, ist halt auch, dass die Biodynamie einfach wahnsinnig stark greift. Und eben, es verändert sich jetzt gar nicht so der Weintyp oder das Weinmachen, unter Anführungszeichen, wo wir immer angesprochen werden, na, der Wein wird jedes Jahr besser und besser. Das stimmt, aber natürlich zurückzuführen auf die tollen Weingärten, die wir haben, die immer mehr und mehr greifen, auch so wie wir arbeiten. Und wir wissen mittlerweile, was am besten das Terroir auch in Wein transportieren lässt. Da sind wir schon beim richtigen Weg auf. Das auszuschöpfen und zu zeigen, auch vinifikatorisch und so weit zurückzunehmen, damit man eben auch ungeschminkt das Terroir in die Flasche bringt. Also bei mir war es halt, also das kann ich eh von beiden sprechen, vielleicht sagst du dann nachher noch was, aber bei uns war es halt ganz stark, meine Mutter ist Sommelier seit 35 Jahren, war immer die führende Sommelier in Österreich und hat vor Jahren schon eben Joschko Grafner verkauft, Rodo Bewitz verkauft. Und sie hat immer gesagt, bei vielen Weinproben, sie konnte wirklich die Weine dem Weinbauern, dem Jahrgang der Region zuordnen. Das war ganz leicht. Sie sagt, nicht weil sie jetzt nicht mehr in Form ist, sondern sie sagt einfach, der Wein ist in den letzten Jahren so uniform geworden, dass wir das eigentlich nicht mehr auseinandererkennen können. Ist es jetzt Burgenland? Ist es Australien? Ist es Südafrika? Also es verschwimmt alles sehr. Und da haben wir schon beide gesagt, wie wir vor 10 Jahren begonnen haben, das Wein trinken und ist so schön und zeigt eigentlich die Region und eigentlich die Herkunft. Warum nicht eben das auch ausschöpfen, was wir haben und nicht in eine Richtung gehen, die vielleicht beliebig ist, sondern einfach ja, das Terroir zeigen, was man hat. Ja, das war sicher auch die Initialzündung und hat uns geprägt. Und sonst gibt es natürlich jede Menge befreundete Winzer, die international tolle Sachen machen und die halt auch den Zugang gefunden haben, eben ihr Terroir auf ihre Art und Weise auszudrücken. Und da gibt es viele Weine, viele Winzer, die in irgendeiner Form inspirieren, aber gleichzeitig wenige Dinge, die man jetzt so eins zu eins umlegen kann. Das heißt, wir wussten von Anfang an, wir müssen unseren eigenen Zugang finden, weil wir eben die eigenen Weingärten, die eigene Region ausdrücken wollen. Aber jedes Glas Wein, das Freude macht, bringt natürlich auch eine Inspiration in die Richtung. Das ist ganz eine ganz klare Antwort, natürlich ja. Der Weingarten. Also im Keller siehst du uns meistens nie. Ja. Der Keller kann maximal bewahren, der Weingarten kann kreieren, da kann entstehen, da kann wachsen. Also das ist ganz klar gewichtet. Wir machen das Notwendigste im Keller und das heißt eben natürlich im Zuge des Gärprozesses und so präsent zu sein aber, und dann irgendwann abzufüllen, aber dazwischen passiert nichts. Also quantifiziert ist die Gewichtung zu 95% mindestens Weingarten. Ganz klar. Und auch die Leidenschaft ist dort, also Kellerarbeit, die muss auch gemacht werden und am Ende des Tages ist es auch schön, dann das auf die Flasche zu bringen, aber es ist nichts, wo jetzt in den Arbeitsabläufen diese Leidenschaft dahinter steckt, die im Weingarten passiert. Rein weinbaulich gesehen ist natürlich jeder Jahrgang Erinnerung, die abgespeichert wird, die man auch irgendwo als Erfahrungswert, als Lerneffekt mitnimmt, aber gleichzeitig wissen, dass es wahrscheinlich auch nicht viel hilft, weil der neue Jahrgang schon wieder neue Voraussetzungen bringt und neue Ideen zwangsläufig bringen muss. Aber vielleicht ist das auch die Versinnbildlichung des Lebens, also eben rückblickend verstanden, vorwärtsblickend gelebt werden. Die Erinnerungen gehören dazu,
Aber die neuen Erfahrungen, die macht man trotzdem dann Tag für Tag. In dem Fall machen wir es gemeinsam und das ist schön. Weil wir dann auch gemeinsame Erinnerungen haben. Und irgendwann sind die Träume, die man vielleicht in der Jugend hat, sind im Alter dann die Erinnerungen. Die werden wir uns gemeinsam bewahren.